Hallo und herzlich willkommen zurück zu Doom and Destiny. In der letzten Folge haben wir endlich mal diesen legendären Legende der Legenden Kapitel erreicht mit dem Wald und haben ja hier dieses Geheimnis gefunden, wo wir die Kiste noch nicht geöffnet haben, was sich wohl darin befinden wird. Eine Fee im Glas, oha. Das ist doch mal mega nice. Was bringt sie uns? Die macht Nigel besser, was seine geistige Kraft angeht. Dann mal her damit und tschüss, Zauberhut. So, aber wir brauchen auch dringend Nahrung. Denn unsere Wasserration und Essensration, die 10 Stück, die wir im letzten Part gekauft haben, sind schon wieder aufgebraucht. Super. Davon braucht man echt immer mehr als nur genug. Weil sonst sieht man ja hier, sehen wir irgendwann schwarz aus. Wie viel Geld haben wir? Ja komm, machen wir einmal kurz da noch einen kleinen Abstecher hin. Und Mann, ich hasse zufällige Begegnungen. Man weiß nie, wann sie angreifen. Man kann sich nie auf die vorbereiten. So, Johnny ist jetzt auch ein Level höher. Francis, du auch. Hey, hey. Und natürlich auch unser Nigel. Moment. Wenn es so weitergeht, haben wir gleich den Exorzismus geschafft. So. Damit sind wir auch gleich wieder voll geheilt worden. Aber was ich mich jetzt frage, aha. Ich rüste mal jetzt mir den Eisknall mal aus, weil nämlich die Feuerattacken nicht so wirklich effektiv gegen die Orks sind, beziehungsweise sogar gar nicht effektiv. Und haben hier eine lautstarke Werbung. Was soll denn das? Hey, husch! Meine Güte. Dass die Werbung auch noch so laut sein muss. Boah, Alter, finde. Du bist doch nicht der gleiche Händler wie vorhin. Jo, kauf was! Nee. Ein Dungeon-Schlüssel? Benutzbar niemals auf keinen. Ich nehme ihn jetzt einfach mal mit, weil ich nicht weiß, wie so der jetzt gerade bei diesem Händler sein soll oder ist. Nee, das ist ein anderer Händler gewesen. Das war denn der Händler von vorhin? Hab ich ihn aber jetzt gerade überflogen? Eisknall ist aber richtig gut. Eisknall haut echt rein. Ich glaube, er war eine Etage tiefer, oder? Ja, Tatsache. Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Es ist gefährlich. Ach ja, das sagst du wohl immer wieder aufs Neue. Dann gib uns mal gleich 20 Stück Essensration, 20 Stück Wasserration. Mann, dadurch verlieren wir immer nur mehr Geld. Oh ja, und dann auch noch, wenn ihr da sein müsst, ey. Ist dann am schlimmsten. Aua. Ich brenne. Was? Habe ich gerade richtig gesehen, war die magische Rakete gerade schlechter als, hier sag mal schnell, als die, meine Güte,
als der Eisknall, wollte ich sagen. Meine Güte, ey. Jetzt habe ich so einen Hänger gehabt, dass ich hier mich auf den Kampf nicht mal richtig konzentrieren konnte. Hä? Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Anscheinend wohl nichts. Aber irgendwie machen die normalen Angriffe von Nigel hier keinen Schaden. Beziehungsweise keinen effektiven. Hab ich hier irgendwas übersehen? Oder kommt das erst später? Oh. Hi, ich bin F-E-H-L-E-R. Okay. Oh, von uns gefunden. Name fehlt Schlüssel. Name fehlt. Sagt mir gerade so auf dem Moment nichts. Ja, ich habe tatsächlich irgendwie was übersehen hier. Müsste doch noch irgendwo meines Erachtens nach ein Geheimnis gewesen sein. Oder war das doch hier über dem Safe-Schild? Das kann doch gar nicht sein. Ich muss das jetzt tatsächlich erstmal nochmal überprüfen. Achso, nur schon wieder diese unfreundliche Fee. Ach komm. Ihr nervt. Geht doch einfach zurück, wo ihr herkommt. Zurück nach World of Warcraft. Die machen Schaden. Oh! Exorzismus wurde einmal erledigt. Und, ist die besser? Ja, die ist besser. Geil. Aber wir brauchen schon wieder Nahrung. Zumindest erstmal einmal für Francis. Irgendwie habe ich was übersehen. Mann, hört auf, so viel Schaden zu machen, ey. Komm gerade nicht drauf bei dem, was ich suche gerade. Lasst uns erstmal weitergehen. Vielleicht erinnere ich mich ja dran. Danach dann wieder dran. Meine Güte. Ich kann aber auch echt nichts Besseres tun, als mich nur zu versprechen. Und kämpfen kann ich wohl auch nicht mehr. Na klasse. Und was zum Teufel? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Helligkeit gerade nachlässt am Bildschirm. Moment, hier steht Speichern. Tun wir das mal lieber. Vielleicht hätte ich das nach dem Heil machen sollen, aber wir brauchen das erstmal nicht. Mann. Böse Werbung. Ach gut. Ich hab doch nichts geskippt. Es ist hier, was ich suche. Wow, Critical Hits. Cool. Denn hier sieht man vielleicht schon, hier ist ein Pfeil. Ein Geheimnis. Und Geheimnisse sind immer gut für mich. Die schließen ja auch noch mein Spiel zum Teil ab. 23,4%. Wir haben noch nicht mal unsere erste eigentliche Mission hier erledigt und haben fast ein Viertel des Spiels geschafft.
Ein Enterhaken. Geil. Ein Enterhaken. Ist er gut? Ist er schlecht? Er ist gut. Geil. Genau das brauchen wir jetzt. Ah, das war mir irgendwie klar. Vor allem, ich merke, ich heile hier und da mal wieder Johnny, obwohl ich es nicht brauche, aber ich mache das einfach, damit ich mit Johnny dann eher kämpfen kann, als dass ich ihn heilen muss. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Hier ist nix. Ha! Aber hier unten war ich dann, glaube ich, nicht, oder? Nee. So langsam gehen mir die zufälligen Begegnungen aber echt auf den Sack. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Gut. Wir töten immer mehr von den Orks. Geh zurück. Hier gibt's Orks. Viele Orks. Profi-Tipp, häufig speichern. Es könnte gefährlich werden. Ja, diesmal erstmal gucken wegen der Heilung. Nö. Speichern wir dann mal eben ab. Und ich würde mal sagen, gucken wir uns das zum Ende des Parts nochmal an. Ich wittere einen Kampf. Was? Ich kapier's nicht. Scheint eine primitive Kommunikationsform zu sein. Wie wagst du es so über meine Mutter zu reden? Ich hab's euch gesagt, ein Kampf naht. Ja, nur es sind doch ein bisschen zu viele Orks. Alter, und die dürfen alle hintereinander angreifen. Shit! Ich glaube, es war ein Fehler, hier jetzt herzukommen. Oh Mann, und das habe ich mir jetzt zum Ende des Parts eingebrockt. Also, er wird heute ein bisschen überzogen. Aber ich hoffe, das stört nicht. Alter. Nigel! Oh, scheiße, was? Nein! Fuck. Mike auch noch. Ah, nein, nicht Nigel. Ich brauche erst den Heiler. Alter Finne. Ja, ich werde jetzt auch mal eben hier mit heilen. Nein, nicht angreifen. Du bist der Heiler. Du musst heilen. Alter Finne. Wir müssen erstmal ein bisschen die Schwächeren mal eben aufräumen. Also die wir schon Schaden verpasst haben. Junge. Da hab ich mir mal was eingebrockt, ey.
Scheiße. Ach. Ich jetzt. Puh. Oh, Johnny ist ein Level Up. Geil. Weißt du, Mike, mir gefällt, was du getan hast. Ich habe mich so nach einem Kampf gesehnt. Alter, das war echt ein knapper Kampf. Ich bin froh, dass ich ihn auch noch überlebt habe, aber holla die Waldfee. Ich will gar nicht das wissen, was mich hinter der Brücke erwartet. Also Leute, das war echt ziemlich knapper, heftiger Kampf gewesen. Aber ich würde am besten mal jetzt den Part an dieser Stelle beenden. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder. Hinterlasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Geil. Aktiviert die Glocke, um den nächsten Part nicht zu verpassen.